Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, es ist ein etwas anderes Spiel, denn es handelt sich um Goldgraben. Ein Goldgräber-Simulator. Ich dachte mir, ich fange das Ganze mal an. Genau, wir müssen jetzt hier einmal... Oh, ah, perfekt. Wir müssen jetzt hier einmal geradeaus. Da geht's nicht lang, hier lang, genau. Genau, es lädt immer mal so ein bisschen nach. Das Game ist auch etwas älter schon. Genau. Wir fahren hier lang. Oh Gott. Wow, wow, wow. Es ist Winter anscheinend. Oh Gott. Ja, das Game läuft wirklich nicht so perfekt. Deswegen bitte nicht wundern. Da bringt es auch nicht, eine 4080 zu haben. Naja, aber es geht hauptsächlich um Spaß. Ich denke mal, das wird vielleicht sogar ein neues Stream-Projekt. Das wäre tatsächlich mal eine Idee. Ich habe das Game auch tatsächlich vor etlichen Jahren bei Paluten entdeckt, als er das Let's Play dazu gemacht hat. Das ist schon sehr lange her und ich bin letztens im Urlaub wieder drauf gekommen, dass ich das mal bringen könnte und ja, hier sind wir. So, wir müssen einmal aussteigen. Genau, so. Genau, wir müssen nämlich hier eine Parzelle pachten. Ihr seht schon, dass das Ganze etwas teuer ist zu kaufen, deswegen pachten wir hier diese Old Arnold's Parcel. Die anderen sind viel zu teuer für uns. Genau. So, perfekt gepachtet. Das ist auch hier in der Anleitung. Jetzt müssen wir Grundausrüstung kaufen. Zur Information für euch, ich gucke das als Testaufnahme, mache ich das Ganze, auch wegen Hintergrundlautstärke und Co. Deswegen wird sich das in den nächsten Folgen dann einmal ändern. Plus, demnächst wird es dann nur noch entweder Stream-Reupload sein oder... das wird dann noch als Stream-Projekt geben. So, genau, hier ist das. Gehen wir einmal raus. Motor abstellen. Perfekt. So. Was brauchen wir denn? Okay, wir brauchen Hogpen und Hogpen-Waschrinne. Jetzt müssen wir erst einmal Hogpen... Ah, hier. Genau, eine hinzufügen. Dann Hogpen... Hä? Hogpen manuell und Hogpen-Waschrinne. Eimer brauchen wir... Hier einmal, nehmen wir mal, ja, einen mit zwei Schiffmatten. Wo gibt's denn die, ist die Frage. Wundert euch bitte nicht um das ruckelnde Bild, das ist einfach so. Ich kann es leider nicht ändern. Hier sind die Schiffmatten. Schiff, ich glaube, das ist, ah, hier, guck mal. Hier, perfekt. Genau, wo müssen wir hin? Ah, hier. Bestellung. Wie, ich habe zu wenig Geld. Also entweder bin ich dumm oder ich bin dumm. Ach hier, lol. Hogpen, ja, lol. Okay, keine weiteren Fragen, bitte. So, Bestellung, perfekt. Ja, genau. Die müssten hier vorne liegen. Was ist das hier? Als ob eine Shop-Erweiterung. Ja, es gab so viele Updates angeblich für das Game. Bitte, sag mir bitte, man kann die da... Ja. Nee, oder? Na, och nein, man muss, glaube ich, man muss die alle. So, dann fahren wir jetzt zur Old Arnold's Parcel. Aber wir haben auch Treibstoff, ne? Ah. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, naja. Wow, was? Eine Polizeistation? Also ich kann mich, also vieles gab es auch damals nicht, als ich zum Beispiel das Let's Play geguckt habe. Aber da war viel mehr auch anders. Ja, Schnee ist, naja. Wow, wow, wow. Okay, hier ist eine Fabrik. Ah, hier kann man, glaube ich, Magnetit oder so einschmelzen, da vorne. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Oh Gott. Ich freue mich schon. Also wenn wir erstmal so große Maschinen haben. Ich bin generell ein... Eigentlich schon ein großer Fan davon. Von der ganzen Story, sage ich jetzt mal. Wo geht's hier hin? Also da geht's... Okay, wir müssen geradeaus. Ja, ich schaffe mir hier gerade immer so ein bisschen die Orientierung. Stimmt, eine Lagerhalle hat man auch geschenkt bekommen. Das weiß ich, als es das Update gab, ja. Genau. Ja, genau, ich erinnere mich. So, wir müssen jetzt aber erstmal hier hoch. Gott, weiter. So, Motor aus. Genau, haben wir noch irgendwas an? Ach so, genau, und man kann hier auch
Ja, ihr seht schon, ne? Warum kann man da... Das Ding hat gar keinen Untergrund. Perfekt. So. Genau, hier ist auch ein Tablet. Mit der Old Glenn Bank. Huch. Genau, hier ist die. Super, dann würde ich sagen, laden wir das Ganze mal ab. Oh Gott, man sieht ja gar nichts. Hier vorne müsste ein Fluss sein. Genau. Und genau hier. Da gab es nämlich dieses. Da gibt es nämlich den Fluss und da gab es so eine Abstell- oder da gibt es so eine Abstellrampe, sag ich mal. So. Genau. Jetzt müssen wir. Ach, da vorne. Genau. Wir nehmen jetzt einmal den Eimer. Ach Quatsch, nicht den Eimer, sondern Schiffmatten. Die haben auch ein anderes Design. Die waren vorher so gerillt, wisst ihr? Oh, wir brauchen noch einmal den. Genau. Wir müssen nämlich jetzt auch nämlich nach Gold schürfen. So, ich habe auch für euch mal das Wasser leiser gemacht. Wir müssen jetzt. Genau, nämlich die Schaufel. Genau. Das packen wir jetzt, soweit ich mich erinnern kann, hier rein. Das ist eine Scheißarbeit. Darauf hat, glaube ich, auch keiner Bock. Gucken wir mal. Wie viel? 56%, okay. Wow. Du Glückspilz, du hast gerade. Oh, ein Riesennugget. Das sind also doch. Ja. Stimmt, die hab ich nämlich an in den Spieleinstellungen. Boah, 19 Gramm, tschüss. Stimmt, irgendwann war es mal mit Unzen. Aber. Ach, ist voll, okay. Genau, jetzt nimmt man nämlich hier den Eimer. Geht hier Wasser und dann. Genau. Lässt man das hier so durch spülen. Na, hinplatzieren. Perfekt. So. Dann machen wir die mal wieder voll. Weil die Schiffmatten sind zu 3% nur voll. Bei sowas werde ich dann ab jetzt immer eine Timelapse setzen. Von wegen. Ach, schon voll, lol. Zumindest später. Dass ihr nicht so lange warten müsst, was Schürfen angeht. Weil ich denke mal, für euch ist das ziemlich uninteressant, wenn ich da permanent nur irgendwie rumschaufle. Gucken wir mal, wir können es ja mal ausprobieren. Wir nehmen jetzt die hier. Achso, ne. Wasser fehlt. Genau, klares Wasser. Dann stellen wir das hier hin und dann nehmen wir das Ding und genau, wringen das so aus. Genau. Perfekt. So, jetzt gehen wir nämlich hier rein. Genau. Das leeren wir aus. Dann stellen wir den hier hin und dann nehmen wir. Genau. Ach, da muss auch noch Wasser rein. So. Perfekt. So. Und jetzt, genau. Jetzt können wir das hier so rum. Oh Gott, die Steuerung ist aber ein bisschen. Wie kann man jetzt den Goldsammler-Modus. Hier, Goldsammler. Ah. Ui. Ja, aber ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das können wir nicht ändern. Oh nein. Perfekt. Ne, ändern können wir das nicht. Ich glaube, das hier können wir dann aber hier reinpacken. Genau. Perfekt. Dann nehmen wir das hier hin. Dann nehmen wir den einmal wieder mit. Und dann machen wir noch eine Runde Schürfen. Dann kommen wir vielleicht auf die 100. Ich habe ein Riesen-Nugget gefunden. Nice. Also die 100 Gramm müssten wir safe erreicht haben. Ein Riesennugget, 22 Gramm. Boah. Es gibt auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Goldbarren und Erz verkaufen. Je mehr Erz man verkauft, desto höher geht der Goldbarrenpreis bei der Bank zum Beispiel. Oh, da war jetzt nichts drin. Aber je öfter man Goldbarren verkauft, desto schneller oder desto mehr sinkt der. Deswegen, da muss man auch drauf achten. Also das Game ist wirklich komplex. Es gibt auch Wartungsarbeiten hier, die man machen muss zum Beispiel. Also ja. Mal gucken, wir können ja zwischendurch einfach mal just for fun buddeln. Mal gucken, vielleicht findet man ja einen Riesennugget. Oh Gott. Okay, perfekt. Weiter. Ein letztes Mal noch. Perfekt. So, dann nehmen wir noch einmal Wasser. So, dann einmal hier hin. Genau, perfekt. Wie viel sind das? 21%. Das ist aber viel, finde ich. Also zumindest für unsere Verhältnisse. Sagt nichts. Ich bin stolz.
So. 73 Gramm haben wir schon. Boah. Aber finde ich nice. Starke Leistung finde ich das. So, dann kippen wir das einmal aus. Ganz schön viel, I guess. So. Perfekt. Ach. Sag mal. Diese Steuerung. Quatsch, kein Goldsammlermodus. Ja gut, dann nehmen wir es schon mal. Sag mal, wie viel Gold haben wir jetzt? Oh. Hä, so wenig? Niemals. Naja, ich würde sagen, wenn es nichts weiter ist, dann verkaufen wir das. So, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir das jetzt verkaufen. Das machen wir, indem wir jetzt in unser Wagen steigen. Es schneit auch nicht mehr. Genau, wir fahren los. Wir müssen auch aufpassen, weil wir haben ja nur eine bestimmte Anzahl an Treibstoff. Begrenzung meine ich. So, was ist hier eigentlich? Wartet mal. Ach, die Stadt wurde erweitert, gell? Ja. Ah, stimmt, hier geht's auch zu. Ja, ja, ich erinnere mich. Gut, wir müssen hier vorne zur Schmiede erstmal. Müssen mal gucken, vielleicht sehen wir auch über unser Tablet die aktuellen Goldpreise. Das wäre tatsächlich sehr hilfreich. Oh Gott, die Bremsen sind aber auch scheiße von dem Ding. Pine Valley. So, da sind wir. Oh Gott. Also da muss man wirklich sich dran gewöhnen. Okay. Magnet, genau, wir haben ja keinen Magnetit. Golderzverkauf. Ich glaube, am Anfang lohnt sich das eher mehr. Ja, wir verkaufen das direkt. Wir schmelzen das nicht ein. Oh, was? Also, das ist wirklich. Okay, das ist krass. Ja. Wir haben unser erstes Geld. Perfekt. Und noch 10 Tage, bis der Schnee endlich weg ist. Gucken wir mal, was haben wir denn als nächstes? Laden Sie alles auf den Pickup. Zubehör. Ah, hier. Genau, Wasserquelle. Genau, baue die Hogpen auf, das haben wir ja schon gemacht. Ah, Erweiterung. Kleine Wasserpumpe, stimmt. Das ist mit diesen Hogpen für Pumpen, genau. Ich würde tatsächlich sagen, warte, hier geht's rein, ne? Guck mal, hier kann man, guck mal. Da kann man hier so einpacken und das dann abholen. Ich verstehe. So, machen wir einmal aus. Handbremse an. Gut, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute mit der Folge vom Gold Mining Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.